Haben Sie schon einen Verdacht, wer das war? Vielleicht einer von Ihren Schülern? Weil, sagen wir es einmal so, Rektor ist jetzt nicht gerade der beliebteste Job, gerade bei so Schülern. Ja. Aber als Polizist wird man auch nicht nur Freunde haben, ha? Ja. Aber an meiner Hauswand steht jetzt halt auch nicht, stirb du Sau. Ausziehen, sofort. Wieso? Weil ich jetzt euer Gewand kriminaltechnisch untersuchen lasse. Buengo, T-Shirt away, draußen ist away, alles away. Alles away? Ja. Ist gut, hä? Der ist gut, Panida, gell? Vor ein paar Jahren haben wir mal einen Fall gehabt. Da hat eine Thai-Frau ihrem Gatten in der Nacht einen Schwanz abbissen. Franz! Stimmt, das war eine Vietnamesin. Servus, Franz. Haben Sie gerade viel um die Ohren? Ja, was soll ich sagen, Herr Dienststellenleiter? Hier brennt der Baum. Danke, ich stehe nicht so auf Alpenkoks. Das ist schon der zweite, den ich überfahre. Scheiß Geschäft ist das. Hände hoch. Ist einer irgendwas aufgefallen? Der Franz wird gern was über unser Verhältnis zu deinem Rektor Höpfel wissen. Der Höpfel ist ein Arschloch. Nein, Sohn. Er hat immerhin eine Schürze geputzt. Meine Oma putzt auch eine Schürze. Aber ihre Oma hat was drunter an. Oh, was, der Höpfel hat nackt geputzt. Splitterfasernackt. Der Höpfel hat vielleicht ein bisschen härter Menge, aber das langt nicht für eine Mordermittlung. Vielleicht ist er ja bei einem von seinen Spielchen umgekommen. Und? Schmeckt's euch? Nein, das ist scheiße. Der Oberste ist scheiße. No, dann ist ja recht. Was machst denn du da, Vater? Siehst du euch ein bisschen garteln? Du, der Vater pflanzt da im Garten Rauschgift und du schaust in aller Seelenruhe zu, oder was? Ja, tut sich der Papi aufregen, gell? Was, der Höpfel war schwul? Ich würde mich da hüten, irgendwelche Verdächtigungen anzustellen. Ich sag nur, ich hab da männliche Leiche liegen, mein Höpfel ist ein Sperma im Arsch. Zwei Tote, die sich gut kannten, gestorben am gleichen Tag. Ja, das ist doch komisch, oder? Ja, mein Gott, der Höpfel hat den halt noch mal pimpert. Der eine hat sich umgebracht, der andere ist an einer Überdosis krepiert. Ja, das ist nicht schön. Bei der Geschichte sind so viele Zufälle, es kann gar kein Zufall mehr sein. Eberhofer, du musst echt an deiner femininen Seite arbeiten. Der moderne Mann darf Gefühle zeigen. Du hast ja mittlerweile ganz schöne Dänen auf die Haxen. Du blöder Arsch, du. Susi! Susi! So ein Depp. Spinnst du, ist das Zeug gut?